Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich muss euch leider etwas Schlechtes erzählen. Und zwar war ich falsch informiert und ihr könnt euch kein Free Skin holen. Das ist sehr schade. Ich erkläre euch das sofort. Und zwar ist jetzt die Disruption Chest da, die ihr euch kaufen könnt, wo ihr 7 Kerne rausbekommt. Und ich war der Meinung, dass ihr daraus einen Free Skin bekommt. Zwar nur einen der alten Skins, aber dennoch ein Free Skin. Und das ist tatsächlich nicht der Fall, was sehr enttäuschend ist von Riot tatsächlich, denn ihr bekommt jetzt hier diese 11 Kerne. Das ist ja lustig. Yasuo ist der einzige Skin, den ich habe von den Project Skins. Und ich dachte, man kriegt ihn umsonst, aber tatsächlich kriegt man nur ein fucking Skin Shard. Und das war's. Das heißt, ihr könnt euch hier die IP ausgeben und euch einen Free Skin Shard nur holen, den ihr hier jetzt aktivieren könnt. Und das war's. Also, es ist schon so, dass ihr aus der Kiste nur einen der alten Skins bekommen könnt, nicht mal einen neuen, und den kriegt ihr dann nur als Skin-Shard. Das heißt, ihr müsst selbst noch was investieren, damit ihr den auch freischalten könnt. Und das ist ja mal doch wieder eine schwache Leistung von Riot. Also erst nur einen Skin-Shard geben und keinen Free-Skin und dann nur als und dann nur einen der alten Skins. Das finde ich ein bisschen lame tatsächlich. Aber naja, soll jeder für sich selbst entscheiden. Riot hat uns theoretisch keine Rechenschaft schuldig, ne? Wir können seitens Riots bestimmt froh sein, dass wir überhaupt was bekommen. Ich finde es allerdings ziemlich kacke. Das wäre mal eine gute Aktion von Riot gewesen. Das hatten sie lang nicht. So, also gute Promo. Na, da hat Riot so Probleme mit. Das war also das. Und damit wäre auch die Frage geklärt, ob ihr das doppelt bekommen könnt. Ja, Yasuo ist der einzige Project Skin, den ich habe. Und zudem habe ich gerade einen Blueprint bekommen. Na gut, das heißt, ich werde tatsächlich doch lieber hier drauf scheißen und mir einfach Echo First Strike holen. Aus dem Grund, dass ich den Echo Skin geschenkt bekommen habe. Danke an Freakmaster. Das heißt, ich schalte mir den jetzt frei. Ich krieg das komplett lame Icon dazu. Und das war's. Ja, und ich werde jetzt im Loading Screen halt diesen Rahmen haben, der auch nichts bringt, aber besser als einen Skin Shard zu bekommen zu einem Skin, den ich schon hab. Gut, das war's von mir. Sorry für die Falschmeldung nochmal. Ich hatte das auf dem PBE anscheinend gar nicht richtig geblickt, weil ich auf dem PBE halt sowieso alle Skins hab. Und ja. Das war das. Also, jetzt ist es eure Entscheidung. Wollt ihr euch einen alten Skin-Shard holen oder wollt ihr euch doch lieber einen Rahmen freischalten? Also, ansonsten war's das von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.